Wärst du lieber komplett klebrig oder komplett rutschig? Ja, komplett sticky, komplett klebrig, würde ich sagen. Aber dann klebt ja der ganze Dreck an dir. Ja, wie nach dem Ahornsirup. Und in rutschig, was mit rutschig, dann könntest du einfach die Rutschen Oder. runterrutschen. Hallo Buggy Army! Ich bin Buggy, der beste Hund in Minecraft. Bevor es losgeht, gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ja, meine Freunde, ein neuer Tag, ein neues Abenteuer und es geht weiter mit, was würdest du lieber mit unserer lieben, reizenden, wundervollen Ladybug? Hallo Ladybug! Hallo Barki, ich bin Ladybug. Hi! Okay, liebe Ladybug, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen, glaube ich, zu dieser grünen Welt. Alles klar, dann holen wir uns die Flügel ab und versuchen, ob wir dieses Mal besser dorthin fliegen können. Einfach das Beste geben, bis jetzt sieht's noch. Oh nein! Ah, ich sehe gerade, guck mal, die Ladybug, hier drüben gibt's noch ein gelbes. Da müssen wir, glaube ich, hin. Au! Oh ja, habe ich von dort aus nicht gesehen. Ja, ich auch nicht, aber es kam dann. Auf jeden Fall bin ich drinne. Oh. Ja, sehr cool, du hast es Geschafft. auch geschafft. Sehr cool. Okay, Level 3. Ja, wir sind absolut richtig. Oh ja. Okay, dann lass uns beginnen. Was würdest du lieber wählen? Bin ich gespannt, was es hier für heftige neue Fragen geben wird. Bam, bam, bam. Frage Nummer 1. Und. In Sirup baden? In Ahornsirup oder ein Ahorn. Kaffee. Ich glaube. Hm. Also wenn ich in Ahornsirup bade, dann werde ich ja richtig, richtig doll klebrig. Ja, dann hat das ja Baden gar keinen Sinn gehabt. Aber Kaffee ist halt übelst heiß. Und ich Ja. verbrenne mich überall. Und außerdem kriege ich ganz doll braune Zähne, wenn ich meinen Mund aufmache. Und ja. Okay, dann nehmen wir halt Sirup, Ahornsirup. Klebrig und süß. Okay. Oh, schade. Und direkt. Oh Gottes Willen. Und direkt falsch. Schade. Aua. Schade, schade. Okay, Aber wer will 68%. denn in. Wer will denn in Kaffee baden? Weiß ich auch nicht. Komische Leute. Schauen wir, was die zweite Frage bereithält. Hättest du lieber Wind- und Erdkräfte oder Feuer- und Wasserkräfte? Keine Ahnung, Ladybug. Was könnte denn cooler sein? Na, Feuer ist natürlich sehr, sehr cool und böse. Du kannst Dinge verbrennen. Ja, aber wenn du Erdkräfte hattest, dann könntest du auch Erdbeben machen. Und ich glaube, Erdbeben kann doch wesentlich mehr Schaden anrichten, oder? Na, aber mit Feuer, dann könnte ich doch mir Essen machen. Ein schönes Stück Fleisch. Einfach direkt fertig garen. Na gut, dann nehmen wir Und mit das. Wasser könnte ich mir jederzeit was zu trinken. Ich könnte mich also quasi immer selbst ernähren. Ich wäre eine mobile Küche. Ah, richtig cool. Okay, nehmen wir. Jawohl, sehr gut, Ladybug. Ja! Oh, zum 75%, Glück hat okay. das diesmal geklappt. Ha, interessant, interessant. Okay, was haben wir hier? Lieber in der Wüste leben mit 10 Felljacken Mänteln. oder Mänteln oder was? In der Arktik leben mit nichts? Nackt. Oh nein, das ist mir viel zu kalt. Ja, dann Dann lieber, oder? erfrieren wir ja. Ja, das ist auf jeden Fall der sichere Tod. Das andere? Keine Na, da Ahnung. schwitzen wir halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen sehr. Ja, da sind die Mäntel dann ganz nass. Naja, würde ich aber auch nehmen. Lieber Pelzmäntel um mich herum als gar nichts. Sonst sehen mich ja alle. Ja, zum Glück bin ich sogar schon mein eigener Pelzmantel. Oh nein, lieber angezogen. Dafür bin ich nämlich viel zu schüchtern, um. Oh nein, lieber nicht. Na dann, drück! Oh,
Ja, das war schon falsch, oder? Oh, oh nein, ernsthaft? Hm. Oh, aber richtig, richtig knapp. 49% zu 51%. Oh, wie gemein. Okay. So viele wollen nichts anhaben. Komische Leute. Ja, ein bisschen schon. Gehen bestimmt auch immer an den FKK-Strand. Wärst du lieber komplett kleberig oder komplett rutschig? Mm. Ja, komplett sticky, komplett klebrig, würde ich sagen. Aber dann klebt ja der ganze Dreck an dir. Ja, wie nach dem Ahornsirup. Und in rutschig, was mit rutschig, dann könntest du einfach die Rutschen oder runterrutschen und kleberig, na gut, unglaublich kleberig. Schnell. Mm. Ja, dann könnte man sich sofort bewegen wie so ein Pinguin, der sich so auf so einen Bauch tut und dann einfach nur runterrutscht. Das wäre richtig, richtig toll, lustig. Lass uns das auswählen. Richtig, jawohl! Ja! 80%, okay, das war richtig eindeutig. Aha, okay. Krass, krass, krass. Schauen wir mal, was die Frage 5 so verbirgt. Lieber, dass eine zufällige Person entscheidet, was du trägst. Oder lieber eine zufällige Person, die entscheidet, was du isst. Ich glaube dann eher lieber tragen. Ja, ich glaube, also Essen kann richtig eklig werden. Dann ist irgendjemand sehr, sehr gemein und will, dass ich Schokolade mit Kacke-Geschmack esse. Ja, oder Kakerlaken oder sowas Ekelhaftes. Dann lieber bestimmen lassen, was ich trage, auch wenn es vielleicht nichts ist, aber das wäre, nein, so gemein ist keiner. Nein, niemals, glaube ich auch nicht. Okay, wir nehmen das am besten, Ladybug. Schauen wir mal. Jawohl, richtig! Yeah. 73%. Aha, alles klar. Gut, dann auf zur sechsten Frage. Einen 15 Fuß großen Partner oder einen 30 Zentimeter großen Partner? Oh nein, wie viel ist 15 Fuß in Zentimeter? Weißt du das, Ladybug? Nein, aber richtig, richtig doll groß. Aber 30 Zentimeter, oh Gott. Nein, niemand möchte kleine Partner haben. Ja, klein sein ist voll doof. Los, dann nehmen wir 15 Fuß große groß. Partner. Yeah. Nur vor denen hab ich Respekt. Ja, richtig so. Bam. Ja. Yeah. 72%. Sehr cool. Okay, schauen wir mal die nächste Frage. Dann, nein, Ladybug, weißt du, was Drool heißt? Nein, doofes Englisch. Drool constantly. Ah ja, 50, 30 Sekunden pupsen, das wäre auf jeden Fall witzig. Hm. Mir egal, was das heißt, aber alle 30 Sekunden pupsen ist witzig. Pupsen ist sehr witzig, das stimmt. Und außerdem. Sabbern heißt Tool. Sabbern? Oh nein, Sabbern ist ja. Nee, oder? Ich meine, bei Pupsen dann lachen wenigstens die Leute. Das wäre ein sehr witziges Leben. Aber bei Sabbern dann sagen die bloß, guckt euch mal diesen Dummkopf an. Dann der sagen Sabbern. Die ist ja voll die Sapper-Alte, die Sapper-Tante. Nee, das ist nicht so schön. Wir nehmen lieber Pupsen. Pupsen, jawohl, 55%! Pupsen, Pupsen, yeah, Pupsen! Pupsen, siehst du, wir haben jetzt schon Spaß, obwohl wir noch nicht mal pupsen, nur wenn wir drüber nachdenken. Hey Leute, wenn ihr Pupsen auch so mögt, dann pupst doch mal in den Kommentaren. Okay. Nächste Frage, Frage 8, alles klar. In einem Haus leben ohne Technologie oder draußen leben mit einem Computer und das hat sogar Internet. Ich glaube, das ist doch ziemlich eindeutig, oder Ladybug? Draußen leben wäre richtig schön, das wäre richtig, richtig doll romantisch. Die Frage ist halt hier auch, ob man jetzt den Computer, der zwar Internetanschluss hat, aber ob der auch Strom hat, dann. Natürlich, Wi-Fi. Wi-Fi-Strom. Okay, dann auf jeden Fall das hier. Jawohl, 75%. Yay. Sehr cool. Okay, was würdest du lieber?
dich verwandeln in irgendwelche Objekte, wenn ich das richtig sehe. Oder in Tiere. Ich glaube, Tiere ist cooler, oder? Was meinst du, Lady Bug? In inanimate Objects? Oder in Animals? Ich wäre gern... Tiere. Du bist doch nun schon ein Tier. Ja, aber dann nochmal ein Tier. So Inception-mäßig. Das wäre richtig cool. Ein Tier? Okay, dann sollten wir das lieber... Dann sollten wir das lieber nehmen, ja. Ja, Tiere. Und yay! Sehr cool. Und kommen wir zur letzten Frage. Mal schauen. Was? Mit deinem Gesicht in eine nicht erkennbare Spinnwebe laufen oder auf Lego treten? Auf Lego treten tut richtig weh, aber weißt du, was auch richtig eklig ist? Ja, Spinnweben. Wenn du einfach so nichts ahnend irgendwo lang gehst und auf einmal hast du das ganze Gesicht voller Spinnweben und dann reibst du dich am ganzen Körper, weil du denkst, irgendwo hast du jetzt die Spinnen. Ja. Musst du dich die ganze Zeit kratzen, weil das irgendwo juckt. Weil man denkt. Nein, das möchte ich lieber nicht. Oh Mann. Ja, ich glaube, ich würde auch eher für Lego tendieren. Aber dann gut, lieber einmal kurz auf Lego treten. Ja, ich denke auch. Mal ausprobieren. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Oh Mann, das ist die letzte Frage. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Jetzt nochmal falsch liegen, das wäre schon mächtig peinlich. Oh ja. Naja, was könnten denn die Leute gewählt haben? Ich weiß nicht, ich glaube, die Leute denken... würde ich eher denken, dass sie hier das mit der Spinnwebe gewählt haben. Um ehrlich zu sein. Na, dann sollten wir vielleicht lieber das nehmen. Ja. Ich glaube, das du entscheidest und ich drehe mich um. Oh Mann, Leute. Ich habe so viel Angst. So Druck. Okay. Leute, das machen wir doch gemeinsam. Auf die Plätzchen. Fertig. Und drück. Ah, verdammt. Nein. Au. Schon cool. Warte, bei der letzten Frage ist das peinlich. Mach's mir doch nicht noch schwerer, Ladybug. Mann, war das eindeutig. Oh Mann, jetzt bin ich traurig. Oh nein, Schabaki. Streichel mich doch nicht gleich. Ich wollte dich streicheln. Ach so, okay. Aber wir haben es trotzdem bis zum Ende geschafft. Ja, richtig cool. Wuhu. Yay. Gelbe Wolle. Okay. Und zurück. Das war richtig cool. Oh nein, meine Freunde. Das Video ist vorbei. Wenn ihr genauso traurig seid wie diese Totenköpfe hier, dann schaut am besten noch eine weitere Folge.